Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer neuen Serie auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ihr seht es schon an diesem wunderbar verpixelten Schriftzug. Ich habe mir überlegt, euch eine kleine Miniserie zu präsentieren von dem Spiel namens Gnomoria. Vielleicht habt ihr schon etwas davon gehört, vielleicht aber auch nicht, für all die nichts davon gehört haben. Naja, ich würde es, wenn ich es mit wenigen Worten beschreiben müsste, aus einer Mischung zwischen Dwarven Fortress und Minecraft beschreiben. Bevor wir das Spiel starten, zeige ich euch noch schnell die minimalistischen Optionen. Wir haben hier, das sind die Grafikoptionen, also wir können hier Vertical Sync einschalten oder auch nicht. Audio, den könnte ich euch mal noch ein bisschen hochstellen. Ich weiß, ihr habt es lieber ein bisschen lauter. So, und gehen wir hier dann auf 60. So. Ihr habt hier die schöne Option Music Style. Die schöne Musik, die ihr gerade hört, das ist der orchestrale Soundtrack. Den haben wir dann auch noch im Klassik, das hört ganz jetzt schon so an. Ja, absoluter Retro-Style. Ich präferiere trotzdem den orchestralen Soundtrack. Was haben wir noch? Gameplay, da hatte ich mir ein paar Sachen angeklickt. Alles quasi angeklickt. Gut, da könnt ihr euch ein bisschen durchfixen, fuchsen, so rum. Es gibt hier, wenn neue Gnomen kommen, wenn ein Händler kommt, wie viel wir in die Tiefe scrollen wollen, also hoch und runter. Nahrungsmittel, tralala und so weiter und so fort. Sagt euch jetzt sicherlich noch nicht allzu viel. Was haben wir hier? Shortcuts. Okay, die benutze ich eigentlich kaum. Also, schauen wir uns gleich. Was haben wir hier? Load Game, Test 2. Okay, das war, glaube ich, noch das Testspiel für meinen Kanal-Trailer. Also ignorieren wir dann einfach und schauen uns die New Game Option an. Randomized Land Name. Wir gehen hier natürlich mal in die Advanced Settings. Und wollen uns hier natürlich unsere Albino Black Sheep Spielwiese einrichten. So heißt unser, oder wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir hier einfach mal ein bisschen kleiner. So, die Spielwiese für alle Schäfchen unter uns. Kingdom Sires können wir vorerst mal auf etwas kleiner lassen. Das ist die Kartengröße. Wir haben hier, wie bei Minecraft auch, einen Kingdom Seed. Da können wir irgendwas reinschreiben. Da können wir auch 1 reinschreiben oder auch 0 oder auch 999.999.908 und so weiter und so fort. Okay, es geht nur bis 999.999.999. Sehr schön. Kingdom Center können wir festlegen, an welcher Position unser kleines Königreich startet. Ich habe es immer gerne ein wenig flacher, dafür ein paar Hügel drin und dafür aber auch schön, also keine, wie heißt es Minecraft? Ravines, so. Difficulty könnten wir mal hier auf Hardcore-Mode stellen. Metalltiefe können wir normal lassen. Das lassen wir auch. Stärke, Angriffsrate. Moment, verändert sich das hier durch? Ja, Tatsache. Okay. Dann lassen wir das mal so und so und... War das jetzt die richtige? Nee, 1 war es, glaube ich, ne? Increase Enemy... Moment, muss ich kurz nachschauen. Nee, da. Aha. Ach so. Okay. Also, dann gehen wir hier. Gut, okay, ich meine, die einzigen Werte, die sich da ändern, sind ja nur die Angriffsrate und die Gegner werden nicht nur mit meinem Königsreichwert stärker, sondern auch über die Zeit. Aber das möchte ich eigentlich nicht, sondern wir wollen uns ja, da ich es ein bisschen erklären möchte, auch ein bisschen Zeit lassen. Also wir machen zuerst eine Vorschau von unserem schnuckeligen Königreich. Okay, da haben wir ein bisschen Wasser, da haben wir Wald. Das hier sind, glaube ich, Erdbeeren. Das ist Baumwolle. Hier haben wir Pfirsiche / Äpfel. Die lassen sich aus der Ferne so schlecht unterscheiden. Da fehlt mir aber eigentlich ein Baum.
Bewegen kann man sich in der Voransicht leider nicht. Also, egal. Wir nehmen die Karte einfach. Spiel, wie sie steht. Dann klicken wir hier einfach auf Generate. Und warten dann die kurze Zeit ab, bis die Karte generiert ist. Und lauschen diesem wunderschönen Soundtrack im Hintergrund. Oh. Los geht's. Pause. Okay, das pausiert. Ja, das ist die Grafik des Spiels. Moment, dranzoomen kann ich hiermit, genau. Das ist die niedrigste Zoomstufe, absolut unmöglich darin zu spielen. Pixel Pracht hoch 10. Wenn man ein bisschen rauszoomt, die Ansicht hier kennt ihr eventuell von meinem Kanal-Trailer. Das ist so eine, so eine Übersichtsansicht. Normale Spielansicht ist eigentlich hier drin. Und wir sehen hier unsere 1, 2, 3, 4, 5 Startgnome. Ja, die namensgebenden Protagonisten. Was haben wir hier noch? Eine Kiste, ein bisschen Heu, ein Sack scheint das zu sein. Achso, das ist ein Baum, der da drin steht. Ein Fass und ein, zwei Yaks sogar. Mhm. Wie schon erwähnt, Dwarven Fortress Style, nur dass es eben diese isometrische Ansicht ist. Wir können hier in den Ebenen eins nach unten und nach oben gehen, das habe ich an der Option eingestellt. Jetzt sieht man hier natürlich reichlich wenig, je tiefer ich hier gehe, denn da waren wir noch nicht. Das müssen wir alles zuerst erkunden. Wir müssen quasi hingehen, genau, das eigentliche Spielziel ist es, im Stil von Banished, also wir haben hier ein paar Gnome, die sind ausgewandert und müssen jetzt ein neues Gnomenkönigreich gründen und dieses Gnomenkönigreich zu Wohlstand, zu Macht führen, und dazu müssen wir aber erstmal überleben. Das Überleben gestaltet sich am Anfang, der erste Tag ist quasi, wie heißt es bei Minecraft so schön, peaceful, da kommen noch keine Gegner, und danach spawnen dann nachts auch immer schön ein paar Gegner, gegen die wir uns zur Wehr setzen müssen. Also sollten wir schleunigst anfangen und uns eine Behausung suchen. Ich bin gerade schon dabei, ein bisschen mich umzusehen, wo wir denn vernünftig ansiedeln könnten. Ja, ich denke, wir graben uns einfach direkt hier in den Berg rein. Wir gehen also hier in diese Ansicht, lassen noch alles auf Pause stehen, haben dann hier unten unsere vielen Menüpunkte. Nummer uno ist Terrain. Da gibt es dann auch Mine nach oben, Mine, also ja, okay, Mine, Buddele. Mache den Boden weg, mache hier die Rampen weg, das sind diese schrägen Aufgänge hier, damit unsere Gnome eine Etage höher können. Springen können sie nämlich nicht. Wände austauschen, Boden austauschen, das sehen wir dann alles nach und nach. Also erst müssen wir hier Nummer 1 wählen. Mine mir bitte eine Wand weg, und zwar hätte ich gerne, oh, jetzt muss ich schauen, dass ich noch kann. Ich hätte gerne, dass du mir hier einfach einen geraden Gang reinbuddelst. So, bis hierhin, jetzt wird das gelb markiert. Und hier hätte ich dann gerne einen etwas größeren Raum. Was machen wir? 12x12, machen wir 10x10. Bin so ein bisschen 10er-Zahlen fixiert. Gut, und dann können wir mal mit der langsamen Geschwindigkeit starten. Ah, nein, Moment, mir fällt noch was ein. Jetzt wurde das erstmal gespeichert, nach dem Speichern ist Autopause. Wir müssen noch 000, wir müssen noch. Oh Gott, wo war denn das gewesen? Pasture. Wir müssen auch Pasture anlegen. Und zwar haben wir ja schon zwei Kühe. Die wollen versorgt werden. Und zwar geht danach, nachdem wir die Pasture angelegt haben, dieses Fenster hier auf. Hier können wir unter Animals, können wir unsere Yaks auswählen. Hier sehen wir, was die an Nahrungsmittel brauchen. Also Any, Straw. Futtern die. Priorität, je niedriger die Zahl ist, umso eher kümmern sich die Gnome darum. Wir können einstellen, wie viele Männlein und Weiblein Yaks wir haben wollen. Ich präferiere immer zwei hiervon, max davon. Okay, es sind nur vier Stück. Damit der Nachwuchs nicht ganz so aus dem Ruder läuft. Noch was? Genau, maximale Tiergröße, Pasture-Größe, Herdengröße, bla. Okay, schließen. Jetzt kümmert sich unser, verdammt, falsche Taste. Jetzt kümmert sich unser, wie heißt denn der? Farmer? Nee, Schlachter? Nee, wie heißt denn der Kerl? Das hier kann man ein bisschen größer ziehen, damit ihr auch was sehen könnt.
Carpenter, Blacksmith, Weaponry, Gamcutter, Taylor, Potter. Oh mein Gott, der ist neu. Ja, genau, natürlich. Ich sollte euch vielleicht auch noch erzählen, wie ich jetzt gerade dazu komme, dieses Spiel zu spielen. Ich habe es als kleinen Ausgleich gedacht für die letzte Woche, ja, so spärlich gesäten Videos, sage ich mal. Es kam ja so gut wie gar nichts. Hier haben wir übrigens den Farmer, der kümmert sich um die Pastures. Nein, der Ranger kümmert sich um die Pastures. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, muss ich euch einen kleinen Ausgleich liefern dafür, dass diese eine Woche überhaupt nichts von mir zu sehen war. Ich wollte hier eigentlich, wie mache ich? Null, okay. Zu sehen war und habe mir dann überlegt, was ich machen sollte. Und eigentlich wollte ich zuerst ein bisschen Prison Architect spielen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass dieses wunderschöne Spiel hier, abseits meiner Aufmerksamkeit quasi, ein paar Updates erfahren hat. Ich habe von Steam dann irgendwann mal eine E-Mail bekommen, habe gesagt, ja, in der E-Mail stand drin, ja, schau mal hier, das und das Spiel hat jetzt schon das Update gemacht bekommen. Da habe ich mir gedacht, hey, cool, neues Update, schau es mal gleich nach. Und siehe da, da war es nicht nur ein Update, sondern da waren es dann irgendwie schon 5 Updates, die irgendwie an mir vorbeigehuscht sind. So. Unsere kleine Höhle hier ist ausgebuddelt. Wir können jetzt hier wieder ein bisschen ranzoomen und müssen darin zuerst mal ein paar Schlafplätze für unsere Gnome errichten. Also genau, das Bauen funktioniert, beziehungsweise das Craften funktioniert hier über dieses Menü. Ihr könnt aber auch Rechtsklick hier hin machen, dann geht dieses Dropdown-Menü auf. Ja, für jeden das sein. Ich benutze mal so, mal so. Wir wollen jetzt zuerst hingehen, wollen uns ein paar Möbel machen und zwar, oder schießt das aus dem aus dem Fenster raus. Genau, wir brauchen nämlich Strohbetten. Stroh haben wir ein bisschen, 32, das sollte reichen. Oh, das erinnert mich gerade daran, wir müssen noch ein Feld anlegen. Wir haben momentan wie viele Gnome? 9, also brauchen wir auch 9 Betten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut. Also, was habe ich gerade gesagt? Wir müssen ein wenig Holz fällen. Holz fällen versteckt sich. Ich probiere das mal gerade über das Menü hier unten. Wir sehen hier auch die schönen Zahlen, die gehen als Shortcuts. Also, das war glaube ich 2 und 6. Perfekt. Können wir hier mal diese lästigen Bäume wegmachen. Die brauchen wir noch nicht. Die brauchen wir gerade nicht mehr. Beziehungsweise wir brauchen eigentlich Holz. Entfernen funktioniert im Normalfall immer nur auf die aktuelle Ebene bezogen. Ja, ihr seht jetzt, ich kann hier in den Berg reinziehen und wenn ich das jetzt ansetze, wenn ich das jetzt als Aufgabe setze, bleiben die Bäume hier oben verschont. Sehr gut zu wissen. Ist auch manchmal sehr hilfreich. Was wollen wir noch machen? Genau, ein Feld anlegen. Das machen wir erst, wenn wir hier ein bisschen Platz haben. Als zweites müssen wir uns ein paar, ja, sozusagen die Workbenches aus Minecraft bauen. Die mache ich im Normalfall dann immer über dieses Baumenü hier. Workshop. Am Anfang starten wir mit einem Groot Workbench. Dazu brauchen wir Holz, das bauen wir uns ja gerade ab. Und rohen Stein, was auch immer roher Stein ist. Was auch immer unter rohem Stein zu verstehen ist. Und dann starten wir, beziehungsweise dann gehen wir auf die Suche nach rohem Stein, indem wir uns einfach hier so ein kleines 2x2 Feld ausgraben. Genau. Pausieren das Ganze wieder. Jetzt können wir hingehen und können... Oh, ich weiß die Shortcuts nicht mehr. Oh, verdammt. Moment, ich muss kurz durchprobieren. Also mit W tun wir uns hier bewegen. E war es nicht. Q war es auch nicht. Y, R, T. Ich kann auch irgendwie noch die Kamera drehen. Oh mein Gott, ist schon so lange hier. F war es. Mit F können wir die Wände ausblenden. Ist manchmal ganz hilfreich, um zu sehen, was denn was auf dem Feld passiert, das direkt hinter der Wand ist. Denn das sehen wir so nicht. Und so sehen wir wenigstens ein bisschen was davon. Wie kann ich aber nochmal die Kamera drehen? Das ging doch auch irgendwie. Komm schon. Nee. Hab's gleich, Sekunde. Probier einfach alles durch. Da. Ach so, genau. KSP, Vor- und Zurückspulen, Gnome Royale, Kamera drehen. Sehr gut. Also, wir wollten mit F die Wand wegmachen, wieso auch F immer die Wand wegmachen ist. Und müssen uns jetzt ein paar Treppenstufen buddeln. Also, 1, 2 für dick und 2 für dick mir eine Treppe. Wir starten mit der Treppe R ist drehen. Also, hier eine Treppe hinsetzen, eine Etage nach unten, dann hier eine Treppe hinsetzen, eine Etage nach unten, hier eine Etage nach unten, hier eine Treppe hinsetzen, eine Etage nach unten, hier eine Treppe hinsetzen. Okay, das ist für euch jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen seltsam und ihr fragt euch eventuell, was ich denn hier gerade mache. Ich werde es euch gleich noch erklären. Wir buddeln bis zu einer Tiefe von 8. Ich glaube, wir buddeln vorerst mal nur bis zu einer Tiefe von 7.
Denn, wenn ich mich richtig erinnere, 8 ist Cancel Job. Nee. Doch, 8. Also ich muss das richtig Feld treffen. Denn, nee, der muss ja auch noch weg. So, denn ich glaube, alles bis minus 7, ihr seht hier oben Tiefe minus 7, das ist übrigens auch noch unser Essen und unser Trinken. Also Tiefe bis minus 7, da spawnen auch noch keine Gegner, also keine unterirdischen Gegner. Nachts kommen trotzdem Gegner, aber unterirdische Gegner spawnen erst ab minus 7. Ja, so, Treppe, also wir buddeln jetzt hier die erste Treppe, die kommt dann hier raus. Danach bauen unsere Gnome dieses Feld hier ab und bauen dann auf diesem neuen Boden gleich die Treppe, bauen das Feld hier ab, bauen dann auf dem Boden die nächste Treppe nach unten und so weiter und so fort. Wir können uns hier also quasi eine schöne, durch dieses System so eine schöne Wendeltreppe anlegen. So, gleiches Prinzip wie bei Minecraft, wo es dunkel ist, wo also keine Fackeln sind, wo kein Sichtradius der Gnome ist, da können Monster spawnen. Skelette, Zombies, Käfer, Spinnen, schieß mich tot. Alles. Alles, was das Gruselherz begehrt. So, also wir sehen unsere Gnome graben hier jetzt. Achso, die Animation ist natürlich auch ein bisschen minimalistisch gehalten. Wir haben hier unsere erste Treppe gebuddelt. Und jetzt seht ihr, geht's hier gleich weiter. Zack. Zack. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir hoffentlich auf Stein stoßen. Dass wir dann... Ah, seht ihr, schon sind wir beim Stein. Jetzt bauen wir ein bisschen Stein ab und können aus diesem Stein dann unsere ersten Crude Workbenches machen. So, sehr schön. Wir haben unseren Gnome ein bisschen beim Buddeln zugesehen. Wir können auch hier, wenn wir einfach mit Linksklick... Oh, okay. Wenn wir mit Linksklick irgendwo draufklicken, bekommen wir auch gleich Informationen zu diesen Gegenständen. Wir sehen hier, das ist jetzt schon eine Marmorwand. Das ist kein normaler Stein. War mir auch irgendwie ein bisschen hell. Ja, sieht ihr, das ist eine Marmortreppe, sehr edel. Hier haben wir eine Dreckmauer. Wie komme ich denn jetzt wieder? Ah, verdammt, raus. Machen wir mit F wieder unsere Wand hoch und können jetzt schnell hingehen. Oh, ich habe Pause, sehe ich gerade. Und können unsere Crude Workbench bauen. 25 Holz. Unsere Leute sind hier kräftig beim Abholzen. 25 Holz sowie... Crude Workbench sowie 6, ja, Marble. Wir können da entweder einstellen, ob es egal ist, was wir Material nehmen oder ob wir ein bestimmtes Material festlegen sollen. Da wir momentan nur einen rohen Stein haben und nur eine Holzsorte haben, können wir es ruhig auf Any stehen lassen. Crude Workbench Build und dann können wir uns den noch ein bisschen ausrichten, wie es uns denn lustig ist. Setzen wir den einfach mal in. Naja gut, wir können eigentlich auch draußen hinsetzen, der wird sowieso demnächst wieder abgebaut. Denn der gilt ja nur als, wie kann ich denn jetzt nochmal hier das loswerden, rechte Maustaste, okay. Der dient nur dazu da, um quasi die ersten, ja, mit Minecraft kann man es jetzt nicht vergleichen, denn die Workbench braucht man in Minecraft ja immer. Ja, keine Ahnung, das hier ist jetzt eben dazu da, um zuerst mal diese Workbench bauen zu können, diese eigentliche Workbench. Ja, wir müssen hier einmal zwei Crude, ich könnte auch einfach mal weiterlaufen lassen, zwei Crude Workbenches machen, um dann quasi die Schreinerwerkstatt, die Bildhauerwerkstatt, die Steinhauerwerkstatt, so, nee, wie heißt denn das? Also der den Stein bearbeitet, der das Holz bearbeitet, der uns Essen macht. Schlachten, Lederbearbeitung, Knochenbearbeitung und so weiter und so fort. So, diese Bauaufträge werden nur durchgeführt von unseren... Wo sind sie? B. Ist das hier nicht mehr alphabetisch sortiert? Hier. Das sind unsere neuen Gnome. Die haben alle Namen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die haben auch alle einen Job zugewiesen. Und momentan, also ihr seht ja hier, unsere Bauarbeiter sind gerade dabei, ein Strohbett zu bauen. Und da auch nur diese Gnome hier bauen. So. Und jetzt schauen wir noch, bevor ich mich in weiteren Erklärungen verliere, schauen wir denen hier noch zu, wie sie jetzt diesen Crude Workbench bauen. Und da ist die erste Folge auch schon wieder rum. Ich habe mir gedacht, ich mache als... ich mache vorerst mal so eine kleine Miniserie aus drei Serien. Da werden wir noch nicht allzu viel erreichen. Je nachdem, wie viel ich schaffe in dieser Zeit, hänge ich vielleicht auch nochmal drei Stück dran oder so. Und je nachdem, wie von euch dann der Zuspruch ist, können wir ein paar mehr Folgen produzieren oder ein paar weniger Folgen. Ich werde auch hingehen und werde... Moment, ich mache jetzt hier mal Pause, sonst nicht unnötig Zeit wegläuft.
ich werde nicht allzu oft veröffentlichen. Ich weiß nicht, vielleicht mittwochs und sonntags oder so. Mal schauen, wie das so funktioniert. Weil ich natürlich das Problem habe, dass die Uploads bei mir ja so ewig dauern und ich dann zusehen muss, wie ich mit meinen Hauptprogrammen, die da wären Freelancer, KSP und Factorio, dass ich da hinterherkomme beim Upload, und wenn dann noch irgendwo ein bisschen Platz ist, schiebe ich noch eine Folge Knomoria rein. Also, wie immer mein schönes Sprüchchen, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Kommentars und oder eines Likes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es denn heißt, ja, Gnomenkönigreich an die Macht. Bis dahin, ciao, ciao, euer Ben.